Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Ja, dafür kommt auch wieder mal eine Folge und ich habe weitere Mod-Dinos, die ich euch zeigen möchte. Den kennt ihr ja noch von der letzten Folge. Ja, gehen wir nicht weiter drauf ein. Gotzi soll nicht sterben. Eventuell soll er noch kämpfen. Hilf ihm mal ein bisschen. Okay, ich weiß zwar nicht, ob schon jemand fertig ist. Okay, der Cera ist fertig, als Ceratosaurus, der Giga und den Velo haben wir hier. Und ich würde sagen, wir gehen am Anfang, gehen wir zum Velo hin. Also, zeig dich mal. Der sollte jetzt Federn haben. Ich bin mir nicht sicher, aber... Doch! Ha! Freunde, das ist ein Raptor. Ich weiß zwar nicht, ob sie wirklich so früher aussahen. Also das an den Armen könnte wirklich so gewesen sein. Hier so ein paar Haare. Warum auch nicht? So, warte mal. Bevor du jetzt weggehst, wir wollen ja ganz kurz vom Nahen betrachten, weil das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Das sieht irgendwie seltsam aus, aber geht auf jeden Fall. Ja, das ist der Raptor. Hat ein paar Federn. Oben sind ja so Haare, also Enten und so weiter haben das ja auch. Die haben ja einmal diese Federn und so. Und dann haben sie noch eine andere Fellart und das ist bestimmt das. Oder es sind halt wirklich Haare, ich weiß es nicht. Und hinten am Schwanz hat er noch welche. Ja, aber geht. Also ich sag mal so, vom Aussehen her, in der nächsten Folge kommt ja auch nochmal ein anderer Raptor-Art dran. Aber er sieht vom Aussehen her, sieht er geil aus. So, wir bleiben mal am besten bei dir. Denn du sollst auf die Jagd gehen. Doch, der sieht gut aus, ey. Gerade das Schwarze, das passt zu ihm. Er sieht gefährlich aus. Ey! Warte, das war doch ein Fleischfresser, ne? Ja. Komm, du bist gerade neu ins Gehege reingekommen. Dann zeig, was du drauf hast, Mann. Problem ist, er hat mehrere Kumpels. Ja, ich denke mal, er fühlt sich einge... No, wartet mal! Er gewinnt! Na komm! Ja, komm! Hey, warte mal, er kriegt rote Federn! Alter, ey, das sieht optisch geil aus! Oh, jetzt sind sie schon wieder schwarz geworden. Ach, Sünde. Ja, ey, ich will ihn jetzt nicht sterben lassen. Deswegen soll auf jeden Fall ein Ranger. Heil ihn mal ein bisschen. Oh, willst du was essen? Iss ruhig ein bisschen, iss ruhig. Alter, du darfst jetzt nicht sterben, Mann. Ey, warte mal, der hat sogar blau hier ein bisschen. Ey, das sieht richtig gut. Ey, essen, du brauchst Energie, mein Freund. Egal, da schaut euch das mal an. Jetzt hat er wieder rote Federn. Na, wo willst du hin, mein Schatz? Es regnet ein bisschen. Na, schaut mal an. Eine Revanche. Sie kommt. Ja, er hat rote Federn. Ah, jetzt verstehe ich es, glaube ich. Sobald er in Angriff übergeht, werden seine Federn rot. Oha, diesmal macht er ihn fertig. Oh, da hinten brechen sie aus, aber ist kein Problem. Los, jetzt, fress ihn. Er hat doch die ganze Zeit rote Energie. Och Mann, ich hasse es. Warum töten die sich nicht? Mann, jetzt hat er schon wieder gesoffen. Oha, aber hübsch. Hübsch, der Kleine. Pass auf, dann sind wir mit dem jetzt fertig. Das ist der letzte Anblick erstmal von dem. Und wir gehen jetzt erstmal rüber, denn hier haben wir ja noch mehr. Der Giganotosaurus. Komm raus, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, wie er jetzt ausschaut, aber... Sieht bis jetzt nice aus. Kann er sein, dass er dicker geworden ist? Ey, der Skin ist aber ultra geil. Na, was gut. Ey, was los? Ach, dicke Schuka. Ey, Alter, der gefällt mir. Der gefällt mir wirklich. Hi, Hübscher. Doch, er sieht anders aus. Er geht. Okay, ob er so gegangen ist schon immer, weiß ich jetzt nicht. Aber sein Gesicht sieht aber auch irgendwie ein bisschen seltsam aus. Alter Schwede. Ih, da sind doch die Fliegen schon dran, Mann. Ist kein anderer Dino mehr für dich hier drin? Wo seid ihr alle hin? Ja doch, da sind doch welche. Ja, ich denke mal, da Neu gerade im Gehege ist, will er jetzt nicht sozusagen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ne? Ja, aber guck mal, das ist er. Ihr könnt mir ja in die Kommentare reinschreiben, was sich bei dem verändert hat. Aber der Skin auf jeden Fall hat sich safe verändert und er wurde ein bisschen dicker. Oh, Freunde, immer die neuen Dinos sterben. Warum, Alter? Weiß der, er denkt sich, oh, schöne weiße Zähne. Er denkt sich so, ach komm, ich bin neu, ich töte den noch nicht. Er hat jetzt schon Bandwürmer? Pfui, raus aus meinem Gehege, Alter. Der kommt gerade rein und ich krieg einen kranken Dino? Ernst jetzt? Ja, er tretet alle einfach nur um. Du kannst sie auch essen. Mit Essen spielt man. Ui. Oh, yes. Ach, seine kleinen Ärmchen.
Sieht kein bisschen anders aus als wie beim Kanu. Sind seine Arme noch kleiner als beim Rex? Oder sind genauso groß? Mal gucken. Ich wette auf einen Giga. Ja, oder Stego ist halt ultra stark, ne? So, Kampf hat begonnen. Wir sind da. So, schnell hinter. Ja, natürlich. Ja, ich weiß doch, glaube ich. Ja, ich denke mal, ich weiß, wer gewinnt. So, Geborgenheit ist bei Ihnen schlimm. Gesundheit ist bei Ihnen auf 32%. Er wird verrecken. Ja, komm, Stego, hau ihn eine rüber. Irgendwie, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, wo er gegen Godzilla gekämpft hat. Die Stego, also ein Stego ist einer der stärksten. Naja, jetzt erst auf 100, auf 53 gegangen. Und sie hauen natürlich ab jetzt. Oder? Hä, was ist los? Ja, geht doch. Oh, Stego, hast du gut gemacht. Komm, spieß ihn auf. Oh, Freunde, das war's mit dem. Irgendwie jeder neue Dino, den ich herstelle, sterben alle. Pech gehabt. Na, super. Hatte eh Bandwürmer gehabt. Was soll ich machen? So, und bevor wir uns jetzt einen Zera angucken, gucken wir uns ganz kurz Troodons an. So, Troodon, ich denke mal, es sollte eigentlich schnell gehen. Komm her. Ich weiß zwar nicht, wie sie ausschauen werden, aber irgendwie sehen sie anders aus. Oder sollen sie anders ausschauen? Guck mal, wen haben wir jetzt hier? Ich glaube, den kennen wir ja. Ist das nicht Dings? Genau. Metriolong? Oder wie er. Metrialong? Keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Kennen wir ja schon. So, geh mal weg hier. Wir warten nur auf den Troodon. Guck mal, Gott, sie ist auch noch hier. Ach, guckt mal an. Ey, warte mal, habe ich den vielleicht auch in einer anderen Farbe? Nee, nicht in einer anderen Farbe. Aber egal, sie sind da. Hey, warte mal. Metrialong und Gotzi kämpfen? Komm, Metrialong, mach ihn fertig, bitte. Zeig, dass Gotzi nicht stark ist. Keine Schwäche zeigen. Aber dass der Indominus Rex, was soll er machen? Oh Gott, er wird sterben. Oh, er ist tot. Ja, Gotzi. Ja, Gotzi macht alles tot, ne? Ja. Aber nur was kleiner ist als er. Ich wollte gerade sagen, der Indoraptor, aber ist er nicht. Gotzi, hast du schön gemacht. So, Troodon, bist du fertig? Was? Ach, na super. Noch einmal. Alter, das kann nicht sein. Troodon ist fertig. Dinosaurier freilassen. Erstmal mit einem Steppenskin. So, jetzt bin ich mal was ist das denn? Hä? What the fuck? Der sieht aus, als ob er nicht komplett entwickelt wurde. Also so jetzt von DNA her. Ey, lass ihn bitte. Bitte nicht fressen, Mann. Bitte. Guck mal, er ist schon so richtig unter... Alter, der sieht geiler aus. Holy moly. Ey, der Skin auf jeden Fall. Heftig geil. Ich finde, der erinnert mich irgendwie an einen Aasfresser. So circa. Ja, an einen... Hey! Das darf doch nicht wirklich wahr sein, oder? Es ist wirklich so, egal welcher Dino neu reinkommt, sterben alle. Ja, ich weiß, du wirst ihn tot machen. Aber von der Größe her sind sie fast gleich. Und wenn er gewinnt, Alter, dann Lusche. Nee, das sieht nicht gut aus. Er ist zu schwach. Ach, Sünde, die kleine Ente stirbt. No! Nein! Indominus Rex, mach was bitte! Mach was, töte es! Ach du kleiner Bastard, ne? Ich schwör's dir. Ist gerade neu reingekommen, weißt du? Es ist gar kein Essen gewesen. Wir holen normal her. Es ist noch nicht mal Essen gewesen. Es ist einfach ein Dino gewesen, der hier drin leben soll. Oh, der sieht auch cool aus. So, bevor wir ihn jetzt niemals angucken. Guck mal, der nächste Raptor kommt schon. Guck mal. Guck mal hier. Hat er schon gesehen. Oh, guck mal, neuer Dino, neues Essen. Nee, der erinnert mich an eine Mücke. Leute, ich habe gerade Informationen von Gary bekommen. Den hier gibt es in Jurassic Park The Game. Das, was so eine Story hat, sowas wie abläuft wie ein Spiel. Und da, dieser Troodon ist echt. Also, you know what I mean? Aber, ja. Geh, kusch dich. Ach, meine Fresse. Wie gierig der ist. Ja, ja, lauf. Lauf bitte, mein Kleiner, lauf. Das Meeraptoren, ey, der gefällt mir aber. Und dieses Klicken, was er macht. Ach, mein Freund. Ach, Sünde. Er wird schon wieder sterben. Ja, Freunde, darf ich vorstellen, einer meiner Favoriten, was ich bis jetzt von den Mods her gesehen habe. Man kann sogar sagen, also bin ich jetzt der Meinung, sieht besser aus als der, der wirklich hier ins Spiel reingekommen ist. Also von den Entwicklern selbst. Das hier sieht besser aus. Ich weiß, wie die Troodons hier ausschauen, aber die Troodons sehen so, weiß ich nicht aus. Der hier sieht halt aus wie ein Monster. Bitte mach ihn fertig. Ich würde jetzt gerne auf dich draufschießen, aber ich kann es nicht. Ach Mann, ja, es tut mir leid, aber I love you. Rest in peace, Troodon. Leute, rest in peace von Troodon. Geht nicht, ach Mann.
Wenn ich jetzt... Warte. Zera. Du kommst mal hier rein, hier, Ceratosaurus. So, Freunde, haltet euch fest. Zera kommt raus. Und ich glaube, so wie ich auf dem Bild gesehen habe, sieht er ultra geil aus. Und ja, er sieht ultra geil aus. Oder? Mal gucken. Ja, geht. Finde ich den Troodon ticken geiler. Ist der größer geworden? Weil man hat eben gerade sein Gesicht nicht mehr gesehen. Ja, ja. Und wie sieht der seltsam aus? Ich weiß, ich bin mit der Farbe nicht wirklich zufrieden. Es geht's? Doch, warte mal. Du bist doch größer. Gott, geh mal neben ihn hin. Irgendwie sieht der heftiger aus. Wir haben hier da drüben noch ein paar Zeras. Da können wir auch noch... Mädchen. Also jetzt reicht's. Wir können die gleich nochmal vergleichen, ob die wirklich gleich groß sind. Aber irgendwie sieht der brachialer aus. Aber der Skin gefällt mir nicht. Nee. Ja, willkommen in meinen Park und ciao im Park. Aber er hat doch genug gekämpft. Eigentlich sollte der langsam sterben. Was ist denn mit denen hier? Die haben Wasser verloren oder so. Komisch. Oder die dürfen nicht trinken. Doch, das sieht auf jeden Fall anders aus. Ja, komm. Komm, blamier dich nicht. Stirb einfach. Oh Gott, sie hat nicht einen Schaden. Gar nichts. Die macht eine Pause. Die wollen nicht mehr. Ah doch, hier, guck mal. Ah, nice, sehr schön. So, Gotzi, guten Appetit. Hau rein. Jetzt. Ja, hat er verdient. Und. Oha, ich wollte gerade sagen, er hat ein Body-Dings mit ihm gemacht. John Cena-Art. Nee, aber wartet mal. Irgendwie gibt es hier noch eine übelst geilen Farbe. Oh, guck mal, hier sind Zeras. Hey, da kann ich ja die anderen... Ah, okay, alle haben dieselbe Farbe. Ja gut, dann brauche ich keinen weiteren mal angucken, ne? Nee, aber cool, ey. Ach, guck mal, die Rhinos haben wir auch noch hier. Ja, zum Schluss würde ich schon mal sagen, wir holen nochmal zwei Troodons raus. Dann können wir die erstmal, die Farbe erstmal betrachten, wie die ausschauen. Okay, den hatten wir, glaube ich, schon. Glaube ich jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber nicht schlimm. Und den hier. Oh, guck mal, der greift schon die Leute an. Kleiner, komm schnell raus. Warte mal. Sehen die gleich aus? Sah der andere Troodon auch so aus? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Guck mal, das ist doch mein... Das ist mein Engel. Der weiß ganz genau, was er will. Guck, eigentlich läuft er wie ein Huhn. Ha. Ach, guck mal, Freunde. Wenn das keine Liebe ist zwischen Mensch und Dino. Also, ich habe noch nie... Guck mal, die Liebe in seinen Augen. Komm, ganz langsam. Ich will die Liebe richtig sehen. In Zeitlupe. Guck mal, jetzt spielt er in seinen Arm. Guck mal. Ja, kenne ich, wie beim Hund. Ja, Leute, er spielt nur. Das würde man jetzt sagen, aber ich glaube, der Dude hat echt keinen Spaß dabei. Ach, guck mal, doch, guck mal, er trifft ihn ja gar nicht. Gucke. Alles gut, guck mal, Küsschen. Ja, schön. Guck mal, die mögen sich. Guck mal, wie lange auch noch, wie zärtlich. Guck mal, er rührt sich schon gar nicht mehr. Er schläft. Er ist fix und fertig. Nee, aber geil. Stimmt, wo ich ihn jetzt gerade sehe. Doch, wir hatten eben gerade ein Dings, der hat da unten rot. Alter, sehen die geil aus, wie eine Riesenmücke. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert er mich daran. Ja, Freunde, pass auf. Ey, dann war's es auch schon wieder. Von der weiteren Folge Jurassic World, The Game. Schon wieder. Evolution. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Warte, was passiert? Hey, geh mal weg hier. Okay, die haben nur getalkt. Naja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst mal auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.